Der Tower, ohne Frage einer der interessantesten Arbeitsplätze an jedem Airport. In luftigen 45 Metern Höhe sorgen am Airport Nürnberg zwei Fluglotsen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, für einen sicheren, pünktlichen und reibungslosen Flugverkehr. Die deutsche Flugsicherung kontrolliert am Standort Nürnberg einen Luftraum im Radius von ca. 10 Meilen rund um den Flughafen. Rainer Bayerlein, Platzverkehrslotse, erklärt exemplarisch ein Anflugverfahren auf dem Airport Nürnberg. Zur Beschreibung der Situation, wir erwarten die Airbelin 870 hier auf dem Radarschirm zu sehen, mit dem Rufzeichen Airbelin 870, gegenwärtig in 4600 Fuß, 260 Knoten schnell. Dieser Luftraum hier ist noch bei München, die An- und Abflugkontrolle für Nürnberg machen. Die führen die Airbelin am heutigen Abend Pistenrichtung 28 in den Endanflug hier für das Instrumentenlandesystem und übergeben letzten Endes das Flugzeug, wenn er im Endanflug ist, bei etwa 10 Meilen an mich. Airbelin 870, schönen guten Abend, Wind 340, Degree 2 Knots, Runway 28, Clearland. Durch ein neuartiges Bodenradar können alle Bewegungen auf der Start- bzw. Landebahn sowie den Rollwegen im Detail nachvollzogen und entsprechend gesteuert werden. Gerade bei dichtem Nebel oder während Schneeräumphasen im Winter gewährleistet das System ein Maximum an Sicherheit. Also der Lima 1 wird gegenwärtig hier jetzt dargestellt auf der Bodenlage als L1 und er macht jetzt die Pistenkontrollfahrt. An Airbelin 307 Mike, Wind 310, Degree 3 Knots, Runway 28, cleared for takeoff, Kundenflug. Die deutsche Flugsicherung leistet am Airport Nürnberg einen wichtigen Beitrag zur Flugsicherheit und garantiert darüber hinaus einen reibungslosen und pünktlichen Flugverkehr.